Was schätzt du, haben sie gekostet? Wenn du, ich kann dir einen Tipp geben, sie haben genau das gleiche gekostet wie diese hier. Das habe ich schon vergessen. Die haben nicht so viel gekostet. Tja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir haben was ganz Besonderes vor. Lange, lange hat es gedauert, lange musstet ihr warten, aber es ist wieder soweit. Endlich wieder mal die berühmteste Oma Österreichs hat ihren Weg zurück zu seinem Enkel Maximilian gefunden und hat sich heute wieder mal bereit erklärt, ein Video zu machen. Wir wollen gar nicht mehr länger schnacken. Wir begrüßen sie direkt und ganz herzlich, meine Linzi-Oma! Oma, da musst du ein bisschen... Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder mal bei uns dabei bist. Die Maximilian Army hat dich vermisst. Wer Fan von der Linzi-Oma ist, wie immer, jetzt gleich Hashtag Linzi-Oma in die Kommentare. Oma, du weißt, was dich heute erwartet? Ja, wieder ein Rätsel. Absolut richtig. Du versuchst heute wieder die Preise meiner Klamotten zu schätzen. Ach, das ist schwierig. Also, ich gehe ja gar nie shoppen und du kommst immer mit solche. Ich kaufe dafür genug für uns beide ein, würde ich sagen. Ja. Du profitierst ja auch immer davon. Was hast denn du da gerade an? Ja, heute sind sie da. Die Yeezy. Easy. Die Easys. Ich hab sie so gerne. Danke. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich meiner Oma die Easy geschenkt habe, es war eine Überraschung für dich, gell? Ja, sehr. Dann jetzt hier oben abchecken, war auf jeden Fall ein emotionales Video, würde ich sagen. Aber heute wird nichts verschenkt, tut mir sehr, sehr leid, auch wenn wir Weihnachten haben, sondern heute musst du ein bisschen was arbeiten. Heute musst du erraten, was meine Outfits gekostet haben. Aber viel wichtiger, Oma, du hast die dritte Kollektion schon gesehen, gell? Ja. Wie gefällt es dir? Also sehr gut. Sehr gut. Wirklich wahr, ich bin begeistert. Was gefällt dir am besten? Was denkst du? Ich weiß es nicht, darum frage ich dich. Ja, wenn dein Maximilian oben steht. Mein Maximilian oben steht und sogar leuchtet in der Nacht, gell? Ja, der wie Blinker. Okay, wir wollen gar nicht zu viel verraten, es dauert noch ein bisschen, lieber Freunde, aber es handelt sich nur mal um ein paar Tage. Ich werde auf alle Fälle das rechtzeitige Datum vielleicht sogar in dem Video noch rausgeben, ich weiß nicht, wann ich das poste. Aber, gar nicht mehr länger quatschen, wir starten gleich los. Und zwar habe ich hier vorbereitet eine Hose, zwei Pullover, zwei Shirts und zwei Paar Schuhe. Wir fangen direkt gleich mit dem ersten an. Und zwar haben wir hier ein Shirt von Supreme. Ich zeige das mal ganz kurz vor. So. Orange. Ja, richtig. Fällt gleich auf, aber ist für Sommer. Ja, eher für den Sommer geeignet. Im Winter würde ich nicht am Punsch trinken damit gehen. Aber man kann ja unterhalb was anziehen. Kann man, genau. Man kann drunter sein weißes Shirt oder so anziehen. Ja, gar nicht schlecht. Was glaubst du? Hat dieses Shirt gekostet von Supreme, so wie die Boxen da hinten. Ja, das ist ja alles Marken. Genau, was schätzt du, hat das gekostet? Ja, das kostet 150 Euro. Ja, nicht ganz, Oma, 90 hat es gekostet. Also da bin ich relativ billig davon gekommen, dieses Shirt war nicht allzu teuer, 90 Euro habe ich dafür bezahlt. Das aber kann man sich leisten. Ja, würdest du auch kaufen vielleicht. Okay, tun wir das weg. Aber ich würde es nehmen für den Sommer für eine weiße Hose und unterhalb was anziehen. Ja. Ich kann nicht so gehen. Ja, vielleicht borge ich dir das einmal. Ja, bitte. Oma, wir machen weiter mit dem nächsten Shirt. Schau, das, was ich jetzt direkt anhabe, das will ich ganz, ganz neu heute erst bekommen. Ist das schier. Was? Wahnsinn, wer ist denn da oben? Das ist der Travis Scott, Oma. Das ist ein sehr berühmter Rapper. Das ist sein Tour-Merchandise, designed von Off-White, von Virgil Abloh. Das Level ist schön und das, aber der Mann, der bin ich nicht. Der gefällt dir nicht? Nein. Okay. Ja, es muss nicht alles gefallen. Ist eh richtig. Ja. Solange es nicht nur deswegen ist, weil er schwarz ist, ist alles in Ordnung, Oma. Nein, der ist ja so mit den Muskeln so. Also ja, das ist eine Playmobil-Figur. Ja, eben. Okay. Ja, was schätzt hat das gekostet? Ich sag 20 Euro. 90, Oma. 90 habe ich dafür bezahlt. Weil ich es nicht mag. Ah, das wollte ich. Den Pullover, der Hoodie. Mit diesem Hoodie machen wir hier weiter. Ja, wunderschön. Viel Spaß. Der ist von der Marke FOG Essentials. Der ist sehr schön. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ja. Was schätzt du, hat mich dieser Hoodie hier gekostet? Ja, 250 bis 300. Nein. 100 Euro. Heute bin ich aber daneben. Schauen wir mal, vielleicht bist du mit dem nächsten Piece besser bewandert. Ich gebe dir das einmal zum Anschauen, während ich das zurückhänge. Den habe ich relativ neu, den habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Relativ ähnlich auch zu dem, der gerade 100 gekostet hat. Also der, was
da wirst du ja gar nicht nass, oder wie? Na doch, da wirst du schon nass. Was ist das? Für eine Marke? Ja. Balenciaga, Oma. Und von wo kommt die her? Balenciaga kommt aus Paris. Oh, na, da ist schon wieder teuer. Das ist schwer jetzt. Von dem auf dem. Glaubst du teurer als der oder billiger als der? Teurer. Ja. Wie viel teurer? 20. Das heißt, er hat 100, du glaubst, er hat 120 Euro gekostet? Das war von Paris und so und so. Ein Tipp, er ist teurer als 120 Euro. Na, warte mal. Ein bisschen. Bei 140. Oma, dieser Pullover hat gekostet 650 Euro. Warum eigentlich? Nur die Marke? Die Marke und die und Qualität. Findest du das schlimm, dass ich so viel Geld ausgebe für so einen Pullover? Ich sag nichts mehr. Dich kann ich nicht ändern. Schlimm. Jogginghose. Ja. Wir hatten schon mal so eine ähnliche, die wir geschätzt haben, aber die war dann fake, Oma. Das ist eine originale Yeezy Calabasas Jogginghose. Was schätzt du, hat mich diese Jogginghose gekostet? Ich schau toll aus. Adidas Yeezy Calabasas. Adidas, ja. Bei 150. Na, 120 Euro. 120 Euro, richtig gemütlich. Ja, die ist aber günstig dann für mich. Na gut, weil, dann kaufen wir eine. Ja, ich kauf dann eine, weil die ist ganz modern. Die ist sehr modern. Und dann ist Adidas ist bekannt. Genau, also du meinst, für 120 Euro kann man sich schon mal eine Jogginghose kaufen. Ja, also schon. Würdest du eine Jogginghose für 120 Euro kaufen? Ja, sofort. Wirklich? Ja. Mit deiner kleinen Rente? Ja, sofort. Sag das nicht. Oma, wir bleiben gleich direkt beim Motto. Das sind auch Yeezy. Das sind Yeezy 500. Boah, das wäre toll. Das sind Wahnsinn, wie ein Panzer. Wie ein Panzer, gell? Die sind aber toll. Und sehr gemütlich. Das glaube ich. Da federst du. Ja, erst einmal angehabt bis jetzt. Und die Farbe, die werden nicht die so sehr schön, gell? Schmutzig und passt wieder da dazu. Passt perfekt dazu, richtig. Ja, ja, 500 Euro. 500? Nein, ja. 300 habe ich bezahlt. Schnäppchen, gell? Schnäppchen. Kalt wird da auch nicht. Nein, das kann man auf alle Fälle sagen. Für den Winter. Ja, also im Winter kann man die auf alle Fälle anziehen. Mir ist noch nicht kalt geworden. Mit dicken Socken dazu, es passt perfekt. Und jetzt kommen wir zum letzten Paar. Zu dem letzten Paar Schuhe, lieber Oma. Und zwar sind das diese hier. Die haben wir schon gehabt. Oma, passt richtig. Ja, wir hatten schon mal welche. Wir hatten schon mal Speed Trainer zum Schätzen, aber nicht diese hier. Die haben wir schon mal geschätzt. Das waren die hier und das ist jetzt ein neues Modell. Was schätzt du, haben sie gekostet? Wenn du ich kann dir einen Tipp geben, sie haben genau das gleiche gekostet wie diese hier. Das habe ich schon vergessen. Die haben nicht so viel gekostet. Okay. Was weiß ich noch? Kannst du dich an die Marke Balenciaga erinnern? Die Marke kann ich mich nicht mehr erinnern. Haben wir das heute schon mal gehabt, Balenciaga? Nein, ja, mit dem Pullover. Pullover. Okay. Genau. Und das ist wieder die neue Marke, gell? Das ist die gleiche Marke, ja? Ja. Was könnten die gekostet haben? 350. 380. 595, Oma. Ja, das ist schon teuer. Du willst sie haben? Ja, ich wollte die unbedingt haben. Mir haben die gut gefallen. Ich war da letzte Woche einkaufen und habe sehr, sehr viel gekauft. Auch vieles von dem, was wir heute geschätzt haben. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann hier abchecken. Das war der Shopping-Blog. Und da habe ich relativ viel eingepackt und relativ viel mitgenommen. Und Balenciaga Speed Trainer kann man nie was falsch machen, weil die sind richtig gemütlich. Und sehr modern. Sehr modern natürlich auch. Ja, Oma, du hast... Wie immer kann es richtig. Wie immer kann es richtig. Weil du immer so neue Marken hast. Ja, und immer durcheinander. Eins kostet mehr, eins kostet weniger. Das ist ja mein Trick, dich zu verwirren. Aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht und wir freuen uns natürlich, dass du mitgemacht hast. Dementsprechend, liebe Leute, lasst mir natürlich ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oma, hast du noch irgendwelche Abschlussworte an die Maximilian Army, an deine treuen Fans? Ja, ich muss euch was erzählen. Heute am Rathausplatz gehe ich ganz ruhig, schaue mir alles an, fotografiere und dann kommt ein Schar von jungen Mädchen zu mir und sie fragen mich ganz vorsichtig: Entschuldigung, sind Sie die Linzi Omi? Dann sage ich ja. Dürfen wir ein Foto machen? Dürfen wir ein Foto machen? Ich hatte so eine Freude, denn so unverhofft ist das Schönste, wenn es kommt.
Danke, meine Liebe. Also aus einem Video Oma errät die Preise meiner Klamotten hast du eine wunderbare Geschichtsstunde gemacht. Auch dafür vielen lieben Dank. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, wisst Bescheid. Daumen lassen auf jeden Fall für die Omi. Hashtag Linzi Oma in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wir verlinken euch jetzt noch hier. Und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von der Linzi Oma und das war's von mir. Euer Maximilian.